Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen beim zweiten Teil meines Büchermonats August. Den ersten Teil konntet ihr euch ja bereits ansehen. Ich habe ja auch diesen Monat wieder meine gelesenen Bücher, meinen Monatsrückblick gesplittet. Ihr findet unten in der Infobox auf jeden Fall schon mal den ersten Teil. Da habe ich die ersten 7 Bücher des Monats vorgestellt. Und heute machen wir im Grunde mit den weiteren 7 Büchern weiter. Und kurze Statistik, es wurden wie gesagt 14 Bücher mit insgesamt 5.566 Seiten und das entspricht 180 Seiten am Tag. Ich habe wirklich nur die Bücher gezählt, jetzt auf Ende hin, die ich beendet habe. Jetzt habe ich natürlich vielleicht noch 1 oder 2 Tage an einem anderen Buch gelesen. Das zählt dann für mich eben einfach in den September. Ich wollte nicht splitten und ich wollte nicht halbe Tage oder halbe Bücher draus machen. Und dementsprechend ist hier wirklich nur, was ich komplett noch beendet habe. Und ich denke, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Videoclips und ja, bis danach. Als Mängelexemplar in Regensburg gekauft und eigentlich, ich glaube, 3 oder 4 Tage später losgelegt, habe ich mit Dreh dich nicht um von Jennifer L. Armentrout, erschienen im Heine. Und es handelt sich hier im Heine Verlag. Und es handelt sich hier um einen Thriller, der neu 12,99 kostet. Ich habe ihn, wie gesagt, als Mängelexemplar, ich glaube, für 3,99 entdeckt. Ja, es war mein erstes Buch mit Jennifer L. Armentrout und ich habe es dann ganz spontan zusammen mit der lieben Lisa vom Kanal Ex Libris Lisa, alles in der Infobox, ja, gelesen und wir hatten einen tollen Austausch, ein unglaublich spannendes Buch, das schon mal vorneweg, und wir haben nie unsere Leseabschnitte eingehalten. Wir waren ganz unartig und haben ständig gesagt, oh, und noch mehr und geht noch eins und geht noch eins. Und ja, ein Thriller, um was geht es? Ja, es geht um Samantha, die nach 4 Tagen, glaube ich, verschwindens wieder auftaucht und sich an nichts erinnern kann. Und dann durch ihren Eltern, ihren Bruder und auch durch ihren Freund Dell so ein bisschen erfährt, wie sie früher war, nämlich eine Oberzicke an der Schule. Und sie kann sich da nicht dran erinnern. Auch ihre beste Freundin Cassie wird noch vermisst, die scheinbar am gleichen Abend wie sie selbst verschwunden ist. Und mit diesem Gedächtnisverlust versucht natürlich jetzt Samantha herauszufinden, wer sie selbst ist, wer die Menschen um sie herum sind und wer denn gegebenenfalls der Schuldige ist, wer hat das angestellt, wer hat... Ja, beide Mädchen im Grunde mehr oder weniger auf dem Gewissen, wer hat sie entführt, wer hat diesem Mädchen das angetan. Und das ist unglaublich spannend. Man wird auf ganz viele Fährten geschickt. Man überlegte hin und her, könnte es die sein, der sein, wer könnte es sein. Man hatte ständig jemand anderen vor Augen und es war spannend, es war unglaublich schnelllesig und man hatte gar nicht das Gefühl, wir hatten uns, glaube ich, um so 100 Seiten vorgenommen, dass jetzt schon 100 Seiten um waren. Es ist so viel passiert, so viele Erinnerungen sind wiedergekommen, so viele Leute haben was erzählt, so viel musste man aufnehmen und ich war am Ende des Buches, wo ich da gesessen, what the fuck? Also es war unglaublich, auch die Auflösung, Wahnsinn und es ist einfach Hammer gewesen. Es war eine spannende Geschichte, ein Thriller, wie ich ihn liebe, wo sich ganz viel Spannung aufbaut und am Ende dann so der große Knall kommt und es passiert viel im Kopf. Man hat dann immer das Gefühl, oh, drehe ich mich jetzt um? Wer spricht gegebenenfalls ständig mit Samantha? Da gab es Stimmen. Wer hinterlässt Zettel? Wer könnte da dahinter stecken? Und man hat ständig das Gefühl, man wird selbst irgendwie beobachtet beim Lesen. Auch der Austausch war unglaublich spannend und toll. Wir waren dann teilweise sogar immer mal so 2 Seiten voneinander entfernt, hatten einen guten Leserhythmus zusammen. Und das hat natürlich auch das Buch zu etwas Besonderem gemacht. Absolut empfehlenswert, ein echtes Monatshighlight für mich. Unglaublich spannend, unglaublich toll. Mein erstes Buch von Jennifer Armentrout. Und ich hoffe mal nicht, das letzte Buch, ich weiß nicht, ob sie sonst noch Thriller geschrieben hat, ich werde mich da jetzt direkt mal schlau machen. Ja, die Eindrücke sind noch ganz frisch und ich sitze einfach wieder da und es war toll. Es war gigantisch, es war grandios, ein genialer Thriller, der mir wirklich so manche Gänsehaut gezaubert hat, auch bei größter Hitze, wie man sieht, sehr sommerlich, heute auf dem Balkon zu Ende gelesen. Ich war und bin hin und weg von dieser Geschichte. Top-Buch, absolut begeistert und wirklich große, große Thriller-Empfehlung von mir. Pollys Welt steht Kopf war mein nächstes Buch. Das Buch ist von einer Autorin, die unter Pseudonym arbeitet und das Pseudonym nennt sich Mimi
Jay Popperson. Selbst ist sie wohl Krimi-Thriller-Autorin und unter diesem Pseudonym sozusagen ja, macht sie so etwas leichte Sommer-Frauenlektüre. Das Buch ist im Juni 2015 erschienen, hat 258 Seiten, kostet als Taschenbuch 8,99 und ist als E-Book, da es als Selbstverlagbuch sozusagen erschienen ist, für 99 Cent erhältlich. Das Buch habe ich mir aufgrund einer Empfehlung einer Zuschauerin gekauft, damals bei Rebuy günstig gebraucht und wollte es speziell im Urlaub im Sommer lesen. Gut, der Sommer war jetzt dieses Jahr ja nicht so da, aber ich hatte immerhin Urlaub. Ja, das Buch, wie es so ein bisschen sagt, dreht sich sozusagen um Polly. Und Polly zieht in San Francisco in eine neue Wohnung zusammen mit ihrem Freund. Sie hat ihre Abschlussarbeiten hinter sich, fängt einen neuen Job in einer Bank an. Und wir erleben sie eben am Tag ihres Einzuges, erleben auch ein bisschen ihren jammernden Freund, der doch sehr eigen ist und sehr, sehr speziell ist und der eben nach seinen Prüfungen bei ihr einziehen wird. Sie merkt bereits am ersten Arbeitstag so richtig rund, läuft da alles nicht. Sie hat einen sehr komischen Chef, der sich so ein bisschen an sie ranmacht. Dann ihr Nachbar, der Vermieter sogar, der irgendwie auf Reisen gehen muss, hinterlässt bei ihr die Katze und die Vögel und sie ist eigentlich kein so großer Tierfreund. Und dann taucht auch noch ihr Bruder auf aus Australien, ist da irgendwie so ein bisschen ein kleiner Yogi geworden und dann auch noch ihre beste Freundin, die einen sehr gewaltsamen Ehemann hat und möchte sich im Grunde bei ihrer Freundin ein bisschen verstecken. Und in dieser ganzen katastrophalen Situation behält Polly aber ihren Humor und es kommt zu sehr lustigen Situationen, zu sehr schönen Momenten und wirklich vielen Dingen, worüber man lachen und schmunzeln kann. Und das alles hinter der Kulisse von San Francisco, was ich wirklich ganz, ganz gelungen fand. Man hatte wirklich das Gefühl, man ist mitten in der Stadt, also gerade wenn Polly sich eben selbst die Stadt anschaut und die Cable Cars nutzt oder dann eben auch das Motorrad von ihrem Nachbarn Tim. Und man hat eben einfach das Gefühl, man ist mitten dabei, man bekommt ein Gefühl für die Stadt, als wäre man selbst im Urlaub dort, als würde man die Orte sehen. Das hat die Autorin unglaublich gut und realistisch rübergebracht. Das hat mir echt viel Spaß gebracht und hat wirklich beim Lesen im Kopfkino sozusagen wirklich einen Film hinterlassen. Ich mochte auch einfach den Humor von Polly unglaublich gerne. Ich mochte die Situation, die sie gekommen ist, wie sie sich da wieder rausgewunden hat. Und auch wenn das manchmal so ein bisschen haarsträubend vielleicht tatsächlich war, fand ich es irgendwie lustig. Also ich fand es wirklich ein tolles Sommerbuch, ein tolles Urlaubsbuch und mit dem Feeling, dass man das auf dem Balkon liest, auf der Terrasse, im Garten, am See, hat dieses Buch wirklich eine ganz Leichtigkeit in einem bewirkt. Es hat sich luftig sozusagen lesen lassen und hat einen eben einfach nach San Francisco mitgenommen. Mir hat das Buch gefallen, es hat mir Spaß gemacht und war wirklich jetzt für die Jahreszeit und auch für meinen Urlaub einfach eine ganz wunderbare Geschichte, die absolut okay war. Sie ist jetzt kein Must-Read, aber ich fand sie wirklich gelungen und schön und werde die Autorin auf jeden Fall mal in den Augen behalten. Weiter ging es mit einem Audible-Hörbuch und zwar Boy in the Park von AJ Grayson. Wem kannst du trauen? Ist erschienen im Januar diesen Jahres im Drömer Verlag, kostet als broschierte Ausgabe 14,99, als E-Book 9,99 und hat 368 Seiten. Das Hörbuch gesprochen wurde von David Nathan, der ist auch unter anderem die Synchronstimme von Johnny Depp und Christian Bale und es war toll, ihm zuzuhören. So viel schon mal dazu. Die Stimme war letzten Endes tatsächlich der Ausschlag, dass ich diesen Thriller als Hörbuch gehört habe. Es geht um Dylan Aronson, der ein sehr ruhiges und beschauliches Leben führt in San Francisco. Er arbeitet in einem Naturkostgeschäft und verbringt seine Mittagspausen in einem botanischen Garten, in einem Park und genießt dort die Stille, beobachtet den Teich und auch die Menschen, die dort zugegen sind. Unter anderem trifft er dort eben auf einen Jungen, der ebenfalls täglich zur Mittagspause da ist. Und er macht sich manchmal so seine Gedanken über diesen Jungen, warum er denn mittags da ist, ob er vielleicht von seinen Eltern unterrichtet wird und daher die Möglichkeit hat. Und beachtet ihn aber eigentlich gar nicht, denn er ist damit beschäftigt, Gedichte zu schreiben und diese dann unvollendet im Grunde in seinem Notizbuch aufzubewahren. Und eines Tages sieht er dann aber den Jungen blutüberströmt wieder mit Verletzungen und nach langem Hin und Her überlegt er sich, dass er zur Polizei geht und eben von diesem Jungen im Park berichtet. Doch der Polizist nimmt ihn nicht so richtig ernst
Und ja, hier beginnt es dann durch die Erinnerungen von Dylan ein wenig spannend und interessant zu werden. Parallel hören wir immer wieder Aufzeichnungen, Gesprächsaufzeichnungen von einer Gefängnispsychologin, die eben einen inhaftierten Patienten befragt, immer wieder befragt, der zum Beispiel sich schuldig spricht für den Tod an seiner Frau, aber zum Beispiel nie verheiratet war und auch alles andere so ein bisschen verwirrend und verworren ist, aber diese Geschichten eben irgendwie miteinander verbunden sind. Und als sich dann Dylan noch mit dem Jungen auf eine Reise begibt und wir da dann etwas mehr über häusliche Gewalt und die Verwirrungen der Leben sozusagen erfahren, nimmt die Geschichte richtig Fahrt auf. Die Geschichte ist sehr einnehmend geschrieben, man will eigentlich ständig wissen, wie es weitergeht, man ist gebannt, nicht nur von der Stimme, sondern auch von der Erzählung, von dem Erzählstil, wie die Geschichte aufgebaut ist, mit welchen Spannungen sie hinterlegt wurde und wirklich mit großartigen, ja, Beschreibungen der Umgebung, der Charaktere, der Gefühle, das ich in einem Thriller so, also sehr, sehr selten erlebt habe. Ich fand es unglaublich aufregend, auch das zwischen den Zeilen sozusagen zu lesen. Es ist sehr flüssig und es zieht einen wirklich in den Bann. Egal, ob ich 10 Minuten, Viertelstunde Zeit hatte, ich wollte immer ständig hören. Nicht nur, weil ich die Stimme von David Nathan so toll fand und immer das Gefühl hatte, Johnny Depp oder Batman im Grunde liest mir vor, sondern weil es immer wieder neue Wege gab, neue Einflüsse, neue Gedanken, neue, ja, Hintergeschichten, die man erfahren hat, was ich wirklich ganz, ganz toll fand. Auch die häusliche Gewalt, wie sie hier dargestellt wurde, war sehr erschütternd, aber sehr reell. Man konnte es sich vorstellen, dass eben nicht nur alles so in Stereotypen verpackt wurde, sondern eben tatsächlich es Gründe und Geschichten gibt und man in diese eben einfach eintauchen kann. Und ich mochte auch diesen leicht, ja, poetischen Einschlag, den eben unser Protagonist in dieser Geschichte hat, wenn er eben über seine Gedichte spricht, wie er die Welt wahrnimmt, und dann kommt eben so ein Schwenk zu diesen Gesprächsdokumentationen im Gefängnis und man fragt sich so, wie hängt das alles zusammen, und es tun sich Fragen auf, es gibt Antworten, es tun sich dadurch aber wieder neue Fragen auf und man ist immer hin und her gerissen zwischen Fragen, Antwort, und die Geschichte war einfach spannend. Es war ein grandioser Thriller, der in einem Ende endet, das ich wirklich perfekt finde, das alle Fäden zusammenbringt, und es war unglaublich gut gemacht. Es hatte Spannung, es hatte dieses Kribbeln in einem, es hat Gänsehaut erzeugt und es hat sich so viel im Kopf abgespielt, was ich wirklich ganz, ganz toll fand. Also für einen Thriller, genauso wie ich ihn liebe, war er einfach perfekt. So liebe ich Psycho-Thriller, so muss es für mich sein. Und es war einfach unglaublich toll. Jeder, der Thriller mag, der eben vielleicht nicht so viel Blut vergießen möchte, sondern eben sehr viel so unterschwellig sich wünscht und mitdenken will, der ist hier absolut richtig. Und ich fand Boy in the Park wirklich grandios. Ich werde diesen Thriller-Autor auf jeden Fall im Gedächtnis behalten, sollte da nochmal irgendwie was kommen, weil ich es wirklich großartig fand, wie es niedergeschrieben war, wie es rübergebracht wurde. Und einfach die Atmosphäre in diesem Buch war grandios. Ich fand es perfekt. Hammerbuch, große Empfehlung, ich bin absolut begeistert. Ein Buch, auf das ich mich besonders gefreut habe, denn ich habe es zusammen mit der lieben Bea gelesen, liebe Grüße an dich, ist Armani, Rebellen des Sandes von Alvin Hamilton. Ist der Auftakt einer Trilogie, ist am 22. August im CBT Verlag erschienen, kostet als gebundene Ausgabe 16,99 und als E-Book 9,99 und hat 352 Seiten. Ja, zum Preis vielleicht ganz kurz. Der englische Teil ist um einiges günstiger. Hier bekommt man das E-Book bereits für 4 Euro und das Taschenbuch für knapp 6 Euro. Wer also vielleicht gerne das in sein Englisch auffrischen möchte, der sollte hier zugreifen. Ja, wir sind hier in einer Welt, die wir nicht greifen können, denn uns fehlt eine Karte. Das ist das einzige Manko in dieser Geschichte. Wir wissen nicht so recht, wie diese Welt aussieht. Wir wissen, dass wir aktuell mit Armani in Dustwalk sind und dort ein Wüstenklima herrscht. Es ist heiß, es ist ja im Grunde schon mehr als heiß. Es ist sandig und es hat wirklich wunderbarstes Urlaubsklima, wenn man so möchte. Ich bin ein Ägypten-Fan, ich habe mich da sehr heimisch gefühlt und das wurde in der Geschichte auch sehr, sehr gut rübergebracht. Ja, wir treffen auf Armani, und Armani ist ein junges Mädchen, die bei ihrer Tante und Onkel lebt, zusammen mit ihren Cousinen und Cousins,
und ja, die ihre Eltern verloren hat, beziehungsweise ihre Mutter ihren Vater umgebracht hat und sie selbst dann hingerichtet wurde. Und sie hat es nicht sehr leicht als junges Mädchen in dieser Welt, denn es ist eine sehr männerdominierende Welt und nur Männer haben das Sagen. Frauen dürfen teilweise noch nicht mal aussuchen, wem sie heiraten oder was sie gerne tun würden. Da fragt keiner nach. Sie sind einfach nur da, um ja, Kinder zu gebären, um die Familie im Grunde am Laufen zu halten und ja, nicht viel mehr. Armani sieht dort ihr Leben nicht und geht daher auf einen Schießwettbewerb, denn sie ist begeisterte Schießerin sozusagen und trifft dort auf Yin. Und ja, dieser Schießwettbewerb löst so einiges in dieser Welt aus, löst so einiges in Armani aus. Und ja, sie muss dann im Grunde flüchten aus ihrer eigenen Stadt und trifft dort eben auf Soldaten des Sultans und es gibt eine Rebellion. Und ja, sie selbst wird jetzt nun eben gesucht, weil sie bei der Schießerei etwas nicht ganz regelkonformes scheinbar getan hat. Und ja, flüchtet jetzt zusammen mit Yin eben aus ihrer Stadt. Und sie sind eben auf der Suche eigentlich nach einer anderen Tante von Armani. Doch alles auf dieser Reise kommt anders als erwartet. Und nicht nur, dass wir hier Armani und Yin begleiten und viel über die Lebenskultur in dieser Welt erfahren. Nein, wir erfahren auch von den wunderbaren, fantasievollen Geschöpfen, die es in der Welt gibt. Angefangen von einem außergewöhnlichen Pferd, das als Wüstenpferd ja, betitelt wird, das uns begleitet, das eine Menge Geld kostet, wenn man es fängt, dass man dafür ganz viel Geld kassieren kann. Es ist ein Erstwesen, das ist erschaffen aus Sand und Wind in den Tagen vor den Sterblichen. Und es könnte bis zum Ende der Welt laufen, ohne müde zu werden. Wunderschön. Das ist so der erste Moment dieser fantasievollen Reise gewesen, den ich unglaublich toll fand. Und wir begleiten eben nun Armani und Yin auf diese Reise, auf die Suche nach, ja, Gerechtigkeit, nach einem besseren Leben, nach, ja, vielleicht sogar jeden nach sich selbst und erfahren davon eben sehr, sehr viel. Es ist im Grunde ein Roadtrip, der mitten in der Wüste spielt, der so ein bisschen Western-Feeling hat, der alles irgendwie kompakt ineinander packt. Es ist ein spannender Trilogie-Auftakt, wo man eigentlich direkt Lust hatte, jetzt Band 2 zu lesen und weiterzumachen. Man will wissen, was es mit den Djinns auf sich hat, was es mit Armani und ihren Fähigkeiten auf sich hat, was es mit Yin so genau zu tun hat, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, in welche Richtung geht diese Geschichte. Und ich finde es einfach toll, dass wir im Grunde so ein bisschen Orient-Feeling haben, eben auch Bekannte wie Djinns und Ghouls wieder treffen, auch Nachtmare, aber wir haben hier eben auch Wüstenpferde und andere Geschöpfe, die ja der Autorin im Grunde entsprungen sind und das fand ich mega kreativ. Es ist unglaublich fantasievoll, es lässt uns eintauchen in eine Welt, die sehr besonders ist, die wirklich ganz viel bereitet. Es gibt Wendungen, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie in dieser Geschichte vor sich kommen. Es ist keine 0815 Fantasy Jugend Liebesgeschichte. Die Liebe ist hier eigentlich nur sehr am Rand, es geht dann eher um Freunde, um, ja, dass man einfach stark ist, dass man dafür einsteht, was man tut und sagt und denkt. Und das fand ich toll. Ich mochte Armani von den ersten Seiten an. Ich mochte jeden direkt auf Anhieb. Und mit beiden hat man unglaublich starke Charaktere, denen man gerne folgt, mit denen man gerne mitläuft, mit denen man gerne die Wüste, ja, im Grunde erforscht und wirklich drin ist. Also man hatte teilweise wirklich das Gefühl, man ist mitten in der Wüste. Es war unglaublich toll erzählt. Es hat ganz viel Spaß gemacht, da durchzureisen, mitzureisen, dabei zu sein. Und es war mal wieder etwas ganz anderes, wie ich fand. Und es war eben ein Hauch dystopisch, es war ein Hauch Fantasy, es war dieser Roadtrip, der mir gefallen hat. Und es war eben einfach eine Protagonistin, die ich ganz, ganz toll fand, die ich super sympathisch fand und die nicht immer das gemacht hat, was ich von ihr erwartet habe oder vielleicht gedacht hätte, es wäre besser für sie, aber die es einfach gemacht hat aus logischen Gründen und man einfach mitgehen konnte. Man hat mitgefiebert, es wurde spannend, es hat einfach Spaß gemacht. Es war eine tolle Geschichte, die mir alles geboten hat, was ich im Grunde von so etwas erwarte und eigentlich noch darüber hinaus. Und ich bin einfach mega begeistert von Armani. Es war ganz, ganz toll. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil, bin gespannt, wann der herauskommt und gucke jetzt nochmal auf meinem Zettel, ob ich irgendwas vergessen habe. Nein. Und absolute Empfehlung von mir. Eine tolle, tolle Geschichte, die ganz viel Spaß gebracht hat. Auch im August haben wir in unserem Facebook-Leseclub ein Buch gelesen. Ihr findet den Leseclub unten in der Infobox. Und zwar Sorry von Zoran Drevenka. Dieses Buch ist Anfang 2010 im Ullstein Verlag erschienen. Kostet als Taschenbuch 9,99 €, als E-Book 8,99 €, hat 400 Seiten und lässt sich auch günstig gebraucht finden. Wir haben es gemeinsam gelesen. Es ist ein sehr
brutaler und verwirrender Thriller, so viel vorneweg, aber natürlich erstmal, um was es kurz geht. Es geht um vier Freunde, die sich schon länger kennen und deren Leben wir anfangs so ein bisschen kennenlernen, ein bisschen hinter den Kulissen erfahren. Und alle vier sind doch eigentlich sehr unterschiedlich und haben jeder so ihr Päckchen zu tragen, wie man sagt. Bei Wolf und Chris haben wir Brüder, bei Tamara, die hat eine junge Tochter, die sie aber damals im Grunde irgendwie abgegeben hat an den Vater und auch jahrelang nicht gesehen haben. Wir haben Frauke, die ihre Mutter sehr früh verloren hat und die ein etwas sehr merkwürdiges Verhältnis zu ihrem Vater hat. Und alle vier kommen eines Tages auf die brillante Idee, eben eine Agentur für Entschuldigungen zu gründen, die dann eben Sorry heißt. Und ja, die Idee ist eben, dass sich die vier nach und nach eben immer wieder beim Menschen entschuldigen und das eben auch gegebenenfalls mit Ausgleichszahlungen oder so passiert oder mit Wiedergutmachungen geschieht und nehmen tatsächlich auch so ein bisschen die sich eben entschuldigen und das nicht persönlich machen wollen, so ein bisschen, ja, soll halt ein bisschen wehtun, ne? Entschuldigung und Vergebung muss eben wehtun, ist die Meinung der vier. Und eines Tages kommen sie an einen Ort, haben einen Auftrag bekommen und finden dort eine Leiche. Und sie sollen sich bei dieser Leiche entschuldigen und diese dann eben auch, ja, vergraben, verstecken. Denn sonst will der Mörder eben sich die Verwandten, die nahestehenden Verwandten der vier im Grunde vorknüpfen. Und ja, damit beginnt sozusagen die grausame Fahrt durch diesen Thriller. Denn wir sind tatsächlich sehr blutrünstig bei vielen Momenten des Mörders dabei, bei vielen Dingen, die auch in der Vergangenheit passiert sind. Wir haben sehr viele Perspektivwechsel. Wir sind auch in der Geschichte mal davor und danach. Wir haben die vier Leute, sozusagen Freunde, denen wir im Grunde folgen. Wir haben einen Mann, der nicht da war, im Grunde, dem wir irgendwie über die Schulter schauen. Und wir haben Du. Und gerade mit der Du-Form hatte ich am Anfang große Schwierigkeiten, weil ich immer angesprochen wurde, bis einem später ein bisschen klar war, nee, es ist nicht an den Leser gerichtet, sondern tatsächlich jemand anders, also aus deren Sicht sozusagen auch die ganze Geschichte irgendwie noch Sinn machen könnte. Und man hat eben verschiedenste Fäden, die für mich unglaublich verwirrend waren, die mich sehr, ja, merkwürdig durch eine Geschichte gebracht haben mit einem Stil, den ich persönlich sehr ungewöhnlich fand, sehr ungewohnt fand, sehr konstruiert fand. Also ich war tatsächlich kein Fan von diesem Stil. Ich mochte auch nicht, dass hier so viele, also zum Beispiel gab es keine Anführungszeichen bei Sätzen, sondern eben so Bindestriche und sagte und dann kam eben das Gesagte und dann sagte da 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 und dann fiel ihm noch das und das ein. Und das war manchmal unglaublich verwirrend. Also ich bin bei jedem Bindestrich irgendwie innerlich so zusammengezuckt, weil es für mich einfach vom Lesetechnischen ungewohnt war, schwierig war und es war sehr holprig reinzukommen. Es war zwischenzeitlich einfach unglaublich verwirrend. Es war mir persönlich manchmal sehr, sehr eklig und es ist einfach nicht meine Art von Thriller, die ich persönlich so bevorzuge. Ich weiß auch nicht, warum das damals mal auf meinem Sub gelandet ist, aber es klang eben einfach gut. Vielleicht war ich damals noch ein bisschen blutrünstiger veranlagt, das kann natürlich sein. Es geht eben in dieser Geschichte dann eben auch um Pädophile, also um Päderasten, die dann eben auch Kinder oder insbesondere ein Kind misshandeln und wir sind halt immer dabei. Und mir war es manchmal zu plastisch erzählt. Es war immer so mit der Kamera draufgehalten in meinem Gefühl und es hat sich in meinem Kopf unglaublich viel abgespielt. Und es stimmt, dass er, also der Autor, das gar nicht ganz so plastisch gezeigt hat, aber es sich eben alles im Kopf darstellt. Und für mich war es teilweise too much. Es gab wirklich Szenen, da musste ich das Buch erstmal weglegen und denken, ach nee, da liest du nicht weiter. Ich hatte wirklich sehr viele Momente, wo ich einfach dachte, nee, mir war es zu eklig, es war zu widerlich, ich war angeekelt, ich fand es wirklich schlimm. Und ich dachte, nee, das willst du auch eigentlich nicht lesen. Und klar gibt es das auf der Welt. Es gibt unglaublich viele Menschen, die im Grunde misshandelt wurden, auf schlimmste Art und Weise und gequält werden. Das will ich gar nicht sagen, dass mir das irgendwie fremd wäre. Aber es ist eben nichts, was ich lesen möchte. Denn alles bei Kindern und Tieren, wenn da eben Gewalt geht, das geht für mich persönlich einfach nicht. Und ich zweifle dann eben nicht nur an mir, sondern auch so ein bisschen am Autor sozusagen. Aber es ist halt einfach Geschmackssache und mein Geschmack war es persönlich nicht. Zudem ging es dann eben weiter, es war manchmal sehr poetisch, also der Autor hat es wirklich auch geschafft, manchmal
sehr schöne Lebensweisheiten und Weisheiten in seine Bücher einzubauen. Das hat mir wiederum so gefallen, wenn da so Perle an Perle kam, wo man dachte, Mensch, er hat tatsächlich doch ein bisschen mehr drauf als dieses reine Brutale. Und natürlich will er schocken und er will, dass es eben einfach im Kopfe bleibt und man darüber nachdenkt. Und das schafft er natürlich auch. Ich hätte ohne den Leseklub, glaube ich, viel, viel früher dieses Buch abgebrochen, weil es einfach wirklich über meine Grenzen ging. Und ja, das Ende war dann so, dass ich tatsächlich auch bei dem Ende saß und dachte, und das war's jetzt. Also für all das, was ich mir Seiten vorher angetan habe, also fast 400 Seiten, war mir das Ende dann zu platt. Also ich dachte dann wirklich, okay, super, vielen Dank auch fürs Gespräch. Und dafür habe ich mich jetzt gequält. Mir hat es nicht gefallen. Ich fand auch wirklich den Stil nicht gut. Ich fand, es war teilweise schon spannend, das will ich gar nicht abstreiten. Es gab Momente, da wollte man noch weiterlesen. Aber sobald es eben blutrünstig und eklig wurde, war für mich wieder der Punkt gekommen, wo ich dachte, ach nee, leg's weg. Und habe dann eben auch einfach wieder zu dem anderen parallel gelesenen Buch sozusagen gegriffen. Zudem waren auch die vier Charaktere sehr blass für mich. Sie haben teilweise sehr unlogisch reagiert. Sie haben also manchmal auch gar nicht gedacht, meine Polizei einzuschalten. Auf die Idee sind sie gar nicht gekommen, wo ich denke, okay, genau, das ist auch das weit entgehendste. Wenn ich eine Leiche finde, denke ich auch nicht dran, eine Polizei anzurufen. Also, ich gehe mich da drauf. Es gab dann eben auch so Dinge, wo ich denke, es täte einem auch gar nicht leid, wenn da jetzt einer verloren gehen würde. War eben manchmal auch so, man dachte, man hat gar keinen echten Bezug, man konnte sie sich nicht vorstellen. Und das fand ich persönlich wirklich unglaublich schade. Und ja, dementsprechend leider keine Empfehlung, wirklich eher so ein ach ja, Buch, kann man gelesen haben, muss man nicht. Also ich würde es keinem empfehlen, außer es ist wirklich bei Menschen so, die das eben gerne lesen, was ja absolut in Ordnung ist. Geschmäcker sind verschieden, für manche geht es nicht blutig genug. Und wie gesagt, bei mir ist es eben einfach, ich habe auch nichts gegen blutige Thriller, aber bei Kindern und Tieren, da kann ich nicht über mich und über meinen Schatten sozusagen. Und daher keine Empfehlung, weil mir auch einfach der Stil des Autors gar nicht gefallen hat und das tatsächlich eher so ein bisschen ein geflopptes Buch für mich ist. Ja, leider. Aber das gemeinsame Lesen, das gemeinsame Austauschen hat Spaß gemacht und ja, ihr findet wie gesagt unten in der Infobox auch den Leseklub. Und dann ging es weiter mit Die relative Unberechenbarkeit des Glücks von Antonia Hayes. Das Buch ist am 22. August im Blanc Vallée Verlag erschienen, kostet in der gebundenen Ausgabe 19,99 und als E-Book 15,99, hat 464 Seiten und wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt. Wir erleben in diesem Buch die Geschichte von Ethan, der ein kleines Genie ist. Der ist 12 Jahre jung und erklärt uns die Welt der Physik, der Chemie, der Sterne. Und er ist ein großer Fan von Stephen Hawking. Seine Mutter Claire kann sich nicht erklären, woher diese Intelligenz kommt. Ihr Sohn war zwar immer schon speziell und hat ihr die Welt auf seine Art und Weise erklärt, doch ja, sie ist immer wieder verwundert, wie viel er doch über die Welt und besonders die Sterne, die sie ihm angetan haben, ja im Grunde weiß. Denn Ethan wurde als Kind von seinem Vater Mark ja, geschüttelt und hatte dadurch eben auch eine große Kopfverletzung, eine große Gehirnverletzung und hat sich anfangs nicht ganz so entwickelt wie ein normales Kind, war immer hinter den Normen sozusagen, die ein Kind, ein Baby fürs Alter hat und hat jetzt eben so ein bisschen ja, seine Liebe, seine Leidenschaft und ja, für Physik, Chemie entdeckt. Und ja, Ethan teilt mit uns sein Wissen. Wir erfahren ganz viele interessante Dinge in diesem Buch über gerade die Sterne, wie ein schwarzes Loch funktioniert, ein Wurmloch, Zeit-Raum-Kontinuum. All diese Dinge sind gepickt in einer sehr warmen und weichen und tiefgründigen Geschichte. Denn wir sehen nicht nur die Geschichte aus Ethans Sicht und auch nicht nur von Mutter Claire, sondern wir erfahren eben auch von Vater Mark, was nach diesen ganzen Dingen mit dem Vater passiert sind, wie er sich fühlt, wie er mit der eigenen Familie, mit seinem Vater umgeht und sonstiges. Und es ist so ein großes Familiengeschichte sozusagen mit diesen drei Charakteren, die dann eben auch aufeinandertreffen, logischerweise. Und ja, wir im Grunde da dabei sind. Denn es ist natürlich nicht leicht für Ethan, als kleine Genie gemobbt zu werden. Und als er dann eben auch noch epileptische Anfälle bekommt, ja, wankt im Grunde die ganze Welt von Claire und Ethan. Und ja, und man bangt eigentlich mit beiden mit. Dazu gibt es eine sehr quirlige und lustige Freundin von Ethan, nämlich Allison, die selbst eben auch unter Anfällen leidet und dann eben auch einen Helm tragen muss,
vor die, zum Schutz ihrer Anfälle und die wirklich sehr viel Lebendigkeit und Spritzigkeit in diese Geschichte gebracht hat. Und die Geschichte klingt jetzt gar nicht so aufregend oder spannend und man muss wirklich sagen, es ist eine sehr ruhige Geschichte, eine sehr stille Geschichte, die aber ganz viel in mir ausgelöst hat. Egal, ob es im Kopf war, dass ich mir Gedanken über manche Dinge gemacht habe, gerade die Thematik mit dem Kinderschütteln ist ja auch eine sehr, sehr große, dass man da näher gebracht wird, was es damit eigentlich auf sich hat und was es eben für Auswirkungen für alle drumherum Stehenden hat. Und dann eben unser kleiner Ethan, durch dessen Augen wir die Welt eben mit ganz anderen Augen erfahren dürfen, und das fand ich wirklich bezaubernd. Es war ein wunderbar gelungenes Buch, das einen ja im Grunde geerdet hat, runtergebracht hat, mitgenommen hat auf eine Reise und wir eben die Sterne durch Ethans Augen erlebt haben. Und es waren wunderbare Weisheiten enthalten und es hat einen einfach berührt. Und durch diese Berührung hat sie einen mitgenommen, mitgerissen, begeistert, sodass man eigentlich ratzfatz lesen wollte und immer wieder wissen wollte, was passiert mit Ethan und eben ein Schritt zum anderen gefolgt ist und man eben einfach mitgehen wollte. Und auch das Ende, was sehr überraschend für mich war, fand ich unglaublich gelungen, weil es eben genau das mir gegeben hat, was ich für diese Geschichte gebraucht habe. Ich hätte nicht damit gerechnet und doch kam es so, wie ich es gebraucht habe, nicht wie ich es gewollt habe, sondern wie ich es gebraucht habe. Und es hat sich einfach echt und reell und wirklich angefühlt und die ganze Geschichte, es war einfach leise und trotzdem unglaublich tiefgründig. Es hat mich wirklich berührt und ich fand es einfach toll. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, durch Ethan hindurch zu sehen. Und so als kleines Beispiel sozusagen habe ich eine Weisheit von Claire einfach mal dabei. Träume sind Schäume. Oder siehst du das anders? Kopfgeburten. Träume haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun, sind immer Projektionen. Und wenn sie dann irgendwann tatsächlich wahr werden, sind sie genau das Leben. Und was mir auch unglaublich gefallen hat, der Vater Mark hat eine Tätowierung von Albert Einstein, über den wir auch sehr viel in der Geschichte erfahren. Und er hat die bekannte Formel E ist mc Quadrat im Grunde auf seinem Arm, glaube ich, war es, tätowiert und erklärt seinem Sohn dann eben, dieses E steht für Ethan, M ist er selbst, Mark, und C ist die Konstante Claire. Und ich fand diese Idee, die natürlich jetzt von der Autorin nicht zufällig gewählt wurden, die Namen, aber ich fand die Idee, das so einzubinden und ja, ich fand das sehr schön. Ich fand die Tattoo-Idee eben auch eine sehr coole, weil es eben auch einfach gepasst hat. Und ich fand es wirklich schön. Ich fand es bezaubernd. Und wer eben mal ein bisschen was Tiefgründigeres lesen möchte und das trotzdem, da ist auch eine gewisse Spannung drin. Es war ein ganz flüssiger Schreibfluss. Und wer sowas einmal lesen möchte, ist mit Die relative Unberechenbarkeit des Glücks auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Absolute Leseempfehlung. Und das nächste Buch packe ich sozusagen direkt mit drauf. Es ist das letzte Buch, was ich beendet habe im August. Und zwar ist es Die Elefantenhüterin von Julia Drosten. Das ist erschienen am 8. August diesen Jahres, kostet als E-Book 4,99 €, hat 367 Seiten und ab September wird es das Buch dann eben auch broschiert geben. Ihr erfahrt da alle Infos bei mir auf Instagram und oder Facebook oder auch hier in einer meiner Bücherwochen. Es ist zum ersten ein wunderschönes Cover. Ich habe dieses Cover zum ersten Mal gesehen und war total begeistert und beeindruckt. Es hat mir unglaublich gut gefallen und es vermittelt auch wirklich sehr, sehr gut, um was es in der Geschichte geht. Ja, es ist ein historischer Roman. Wir beginnen 1803 in einer Nacht, in der auf Sri Lanka, die Geschichte spielt auf Sri Lanka, und wir sind bei der Geburt von Vera dabei, die man im Grunde auf dem Cover sieht. Diese wird allerdings von ihrer Mutter und der Hebamme als Sohn ausgegeben, denn der Vater ist der Hüter der königlichen Elefanten und braucht einen Nachfolger. Und da diese Tradition eben nur an einen Jungen übergehen kann und er selbst eben schon zwei Töchter hat, greifen sie zu einem Trick, die Hebamme und die Mutter, und machen Vera zu einem Jungen. Und in der gleichen Nacht wird ein Elefantenbaby geboren, und zwar Sidi, die man eben auch auf diesem Cover sieht. Und Sidi wird vom König im Grunde an die Familie, an Vera und ihren Vater verschenkt, denn die beiden Schicksale scheinen miteinander verbunden. So zumindest der Glaube im damaligen Sri Lanka. Und wie es kommen muss, der Vater kommt irgendwann dahinter und stellt seine Frau zur Rede und sagt natürlich, wenn ich jetzt dem König sage, dass es doch ein Mädchen ist und kein Junge,
dann gelte ich als Verräter und wer weiß, was mir da passiert. Und so beschließen sie eben, die Lüge weiterzuleben und behandeln Vera wie einen Jungen. Sie bekommt die schulische Ausbildung, die sie braucht, um dann eben auch der Nachfolger ihres Vaters zu werden. Und ja, lebt ein Leben als Junge, bis sie dann selbst irgendwie merkt, an ihr ist etwas anders als an den anderen Jungen. Und ja, dann kommen natürlich die Konfrontationen mit den Eltern. Und ja, sie entscheidet sich dann auch weiterhin dafür, eben ein Junge zu sein und der Nachfolger ihres Vaters zu werden. Das ist aber nicht die einzige Problematik in der Geschichte, denn als Vera dann im Grunde, ich glaube, wir sind dann 1815, ja, kommen die Briten, überrennen Sri Lanka, schicken den König ins Asyl und somit werden auch die Elefanten des Königs nicht mehr gebraucht und auch eben der Hüter nicht. Und Vera wird dann eben zu einem Mädchen und auch sie mit ihrer Familie müssen im Grunde fliehen, zusammen mit ihrem Elefanten, denn wir fliehen hier vor einem sehr, sehr bösen ja, Briten, der wirklich nichts Gutes im Sinne hat, der unglaublich gerne Menschen quält, foltert, sich an Frauen vergreift und eben auch ja, Schaden an Feras Familie verursacht und auch ja, im Grunde an ihr. Und ja, diese Problematik, ob man das aufhalten kann, wie es mit Vera weitergeht, wo so langsam auch die erste Liebe beginnt, das lesen wir eben alles. Es war unglaublich spannend, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir sind hier in Sri Lanka und man hatte wirklich den Eindruck mit diesen wunderbaren Beschreibungen, die Julia und Horst Drosten geschaffen hat, dass man mitten dabei ist. Also man hatte Gerüche, man hatte Bilder vor Augen, es war wirklich wie in einem Film, es war unglaublich gelungen und es hat ja bildgewaltig wirklich ganz viel Spaß gemacht, in diese Geschichte einzutauchen. Es war ein schneller und schöner und spannender Einstieg. Man erfährt pro Kapitel eben auch Wissenswertes über Sri Lanka, über den Glauben, über die Elefanten, über wie wichtig Horoskope zur damaligen Zeit einfach waren und wie das eben so in das Leben eingeflochten war. Das finde ich unglaublich spannend, hat Spaß gemacht, immer diese kleinen Infos im Grunde gepickt mitzulesen. Und man hat hier eben auch die Geschichte zu den Elefanten, zu dieser Tradition erfahren, die es ja heute noch mehr oder weniger auch gibt und einfach wie das eine Rolle spielt und wie wichtig das ist und wie diese Kultur funktioniert. Man erfährt natürlich auch viele Hintergründe zum Land, zu dieser britischen Übernahme von Sri Lanka, wie brutal eben Krieg eben auch sein kann und es war wirklich manchmal sehr gewaltvoll, es war emotional unglaublich, ich hatte Tränen in den Augen, ich habe mit den Leuten gelacht, mitgefiebert, ich hatte Gänsehaut und ich hatte sogar an manchen Stellen zittrige Hände, weil ich gar nicht mit dieser Bildgewalt und diesen ja, Emotionen, die da aufgekommen sind, so richtig umgehen konnte, weil mich die echt eiskalt erwischt haben, weil ich das gar nicht erwartet habe und wirklich total begeistert und geflasht war. Also es ist nicht nur ein Monatshighlight, es ist wirklich auch ein absolutes Jahreshighlight und ich bin einfach hin und weg. Toller Stil, tolle Infos, tolle Einblicke, die uns gewährt wurden und man hat wirklich den Eindruck, man ist dabei und es ist jetzt 1803 oder 15 oder die Spanne, die wir erleben. Spannend, packend bis zum Schluss und es war wirklich bildgewaltig und absolute Empfehlung für jeden, der wirklich gerne historische Bücher liest und da etwas ganz Besonderes in den Händen halten will. Und das war nun mein Büchermonat August. Ja, sehr gewaltig, wie man sieht, mit drei Highlights. Ein Highlight habt ihr im Büchermonat 1 ja erlebt, die anderen beiden jetzt hier. Und ja, es war ein sehr erfolgreicher Monat. Es war ein wunderbarer Urlaubsmonat mit auch Büchern, die eben meinen Urlaubsmodus auf jeden Fall beschrieben haben. Und ich bin sehr, sehr angetan. Freue mich auf die Bücher, die da kommen jetzt im September und auch in den nächsten Wochen. Hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wenn ihr vielleicht eins der Bücher auch schon gelesen habt oder es noch bei euch auf dem Sub oder der Wunschliste steht. Immer gerne in die Kommentare. Und dann danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.